Dieses Video heute hat kein Skript. Dieses Video hat zwar eine Idee, aber dieses Video zu konzeptionieren war einfach Quatsch, weil es ist schwierig. Dieses Video wird euch nicht gefallen und dieser Titel ist so ernst gemeint, wie er nur ernst gemeint sein kann. Ich möchte heute ein bisschen mit euch über das hier sprechen. Also nicht über die hier oder über mich, sondern über diesen Kanal hier, diese vier Wände, die ihr euch da die ganze Zeit so fröhlich anschaut. Einige von euch sind erst seit ein, zwei Monaten dabei. Ich gewinne jeden Monat so um die 600 Abonnenten netto dazu. Deswegen herzlich willkommen für alle Leute, die erst vier, fünf oder sechs frische Videos von mir sehen konnten. Ich muss an der Stelle kurz ein bisschen ausholen. Bitte nicht einschlafen. Angefangen habe ich mit der Alpenakademie aus einem einzigen Grund. Ich wollte Leuten helfen. Und ich wollte innerhalb dieser Idee davon auch leben können. Zuvor habe ich andere Sachen gemacht, bei denen ich auch quasi Leuten geholfen habe beruflich, aber dafür halt auch sehr wenig Geld gesehen habe. Und ich dachte mir, ich möchte irgendwie auch was im Bergsport machen und Leuten helfen. Deswegen bin ich nie Bergführer geworden. Ich habe mir gedacht, dass das eine gute Idee sein kann, um mit der Alpenakademie ein Konzept zu machen, wo ich auf der einen Seite euch zu guten Bergsteigern machen kann. Zumindest das, was ich unter gut verstehe. Und auf der anderen Seite davon dann im Idealfall leben kann und das einfach hauptberuflich machen kann. Denn die Alpenakademie, und das glauben jetzt viele aber nicht, ist deutlich mehr Arbeit als halt einfach irgendeinen Trash-YouTube-Kanal, den man halt immer wieder in den Trend sieht oder so, zu gestalten. Es ist sehr, sehr viel mehr Arbeit. Meine Idee war, dass man aus der Alpenakademie als Kanal so ein bisschen ein ganzheitliches Konzept machen kann. Ein guter Bergsteiger ist für mich jemand, der weiß, wie Ausrüstung funktioniert. Der weiß, warum Ausrüstung funktioniert. Der weiß, wie er seine Touren plant. Aber der auch ein bisschen was von den Grundlagen versteht. Der quasi lernt, die Berge zu besteigen. Und was ich auch immer interessant fand, ist, die Menschen zu kennen, die eigentlich unseren Bergsport geprägt haben und die Berge zu kennen, die unseren Bergsport im Prinzip erst zu dem machen, was er ist. Und genau das habe ich im Prinzip gemacht. Ich habe Grundlagenkurse gemacht, ich habe Berge im Porträt gemacht, ich habe ein bisschen was zu Training gemacht, ich habe eigentlich genau das gemacht, was für mich persönlich einen Bergsportler ausmacht, der einfach möglichst ganzheitlich unterwegs sein will. Was viele von euch nicht wissen und vor allen Dingen die natürlich nicht wissen, die erst frisch dazugekommen sind, dass die Alpenakademie immer schon defizitär gearbeitet hat. Erstens, und was auch viele nicht wissen und teilweise immer noch nicht glauben, es tut mir leid, aber es ist halt so, die Alpenakademie schon immer unabhängig war. Ich habe das gemacht, wovon ich überzeugt war, dass euch helfen wird, euch Zuschauern. Nicht das, was mir irgendjemand gesagt hat, dass ich tun soll. Und das war für mich ein wichtiges Grundkonzept und das war für mich, ja, man könnte sagen, erstens und zweitens hängt ein bisschen zusammen. Denn ich war einfach nie lukrativ für irgendwelche Firmen. Logischerweise, egal wie viel Reichweite ich haben würde, niemand in der Branche kann es sich leisten, von mir ein Produkt im Prinzip in der Luft zerrissen zu bekommen. Und selbst wenn ich das nicht tue, viele Leute aus der Branche wollen halt nur Positives hören und das wollte ich halt nie so produzieren. Denn ich wollte halt ehrlich sein. Und ich glaube, dass das einer der Punkte ist, die viele von euch schätzen. Jetzt ist es aber so. Ich kann die Alpenakademie, so wie sie heute ist, tatsächlich aus buchhalterischer Sicht in 4 Wochen nicht mehr fortsetzen. Das möchte ich euch jetzt einfach hier mal offenlegen. Ich möchte generell hier jetzt einfach mal ganz offen sein, so wie ich das eigentlich immer schon sein wollte. Und die meisten Hintergrunddinge habe ich nur deswegen nie zur Schau gestellt, weil ich mir immer dachte, dass sie einfach langweilig sind. Und heute mache ich mal was Langweiliges und erzähle euch, dass der Alpenakademie monatliche Einnahmen von 650 Euro fehlen. Ich weiß, das ist total BWL-mäßig, aber es ist halt einfach so. 650 Euro monatlich fehlen, damit sie bei Null auskommt. Das heißt, ich schieße eigentlich ständig Geld zu, aus einfach meinem privaten Ersparten aus den letzten Jahren, damit ich das überhaupt noch weitermachen kann. Und es ist jetzt so, in 4 Wochen habe ich kein Geld mehr. Ist einfach so.
In 4 Wochen ist das Budget für die Alpen Academy bei null und dann habe ich nichts mehr. Und ich schäme mich nicht dafür. Ich habe das aus einem guten Zweck heraus so gestartet und ich wusste, dass ich das so machen muss und machen werde. Und meine einzige Hoffnung, also quasi meine Idee war, dass es sich langfristig umkehren wird. Dass ich sozusagen langfristig nicht 650 Euro zuschieße, sondern 650 Euro mehr rausbekomme, die ich dann in gute Videos und bessere Ausstattung und vielleicht irgendjemanden, der mir mal hilft, coole Projekte umzusetzen, investieren kann. Das ist bis heute nicht passiert. Das ist okay. Ich möchte ganz dick unterstreichen, ich will jetzt hier kein Mitleidsvideo machen, ich brauche kein Mitleid und ich bade mich auch nicht in Selbstmitleid. Es ist einfach nur, ich möchte euch jetzt hier nur die Fakten darstellen, wie das halt jetzt gerade aussieht. In 4 Wochen ist also Schluss. So, also die nächsten 4 Wochen kommen auf jeden Fall noch Videos. Ich hab unzählige Ideen. Ich habe nicht Ideen für 4 Wochen, sondern ich habe Ideen für 4 Monate, Jahre, sowas in die Richtung. Und das Problem ist aber, es geht halt nicht mehr. Deswegen ist jetzt die Sache die, ich möchte die Alpen Academy nicht meinetwegen fortsetzen, weil ich habe genug berufliche Möglichkeiten. Ich möchte die Alpen Academy euretwegen fortsetzen. Vor allen Dingen kann ich euch das auch beweisen, indem ich sage, ich arbeite an der Alpen Academy 60 Stunden die Woche. Vor allen Dingen an Dingen, die ihr jetzt eigentlich noch nicht seht, sondern erst in 2-3 Monaten sehen würdet, arbeite ich jetzt 60 Stunden die Woche. Und könnte mir ein sehr viel lockereres Leben mit sehr viel mehr Geld machen, wenn ich jetzt einfach aufhöre und sage, ich arbeite jetzt 40 Stunden für das dreifache Gehalt. Deswegen, ihr könnt mir glauben, ich mache das für den guten Zweck. Dieser gute Zweck muss sich aber irgendwie finanzieren. Also mehr als pleite geht ja nicht. Und deswegen kommen wir jetzt zu der einzigen Lösung, die ich für mich persönlich jetzt noch gefunden habe. Ich werde in den nächsten 4 Wochen alle Bemühungen darauf richten, ein finanzielles Lösungsmodell zu finden. Was ich nicht tun werde, und das ist mir wichtig, es hier zu sagen, ist eine Paywall einzurichten, um zu sagen, es gibt die Inhalte für die guten Leute, die bezahlen, und die weniger guten Leute, die nicht bezahlen. Das möchte ich einfach nicht. Das habe ich von Anfang an nicht gewollt und will ich immer noch nicht und werde ich auch niemals machen. Vorher stampfe ich den Laden hier ein, bevor ich hier so eine Zwei-Klassen-Mentalität aufbaue. Die Leute, die sich leisten können und die Leute, die sich nicht leisten können. Darauf habe ich einfach keinen Bock. Fertig. Stattdessen möchte ich vor allen Dingen Sponsoren dafür gewinnen, in das Projekt Alpen Academy zu investieren. Eine Sache, ich weiß, daran braucht mich niemand hier in den Kommentaren erinnern, die ich eigentlich so nicht machen wollte. Die einzige Möglichkeit, für die Alpen Academy weiter zu existieren, ist entweder mehr Spenden zu generieren, diese 650 Euro, die mir jetzt heute einfach fehlen pro Monat, als freiwillige Einnahme von euch zu bekommen, was nicht realistisch ist, weil ich weiß, wie viele Spenden ich bekomme. Deshalb wird das nicht passieren. Auf der anderen Seite kann ich mir nur vorstellen, dass Firmen ein Interesse daran haben, sich innerhalb der Videos zu platzieren. Also vor einem Video, während einem Video, wie auch immer, als Sponsor auftreten. Das ist die einzige Option, die ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch habe. Und deswegen werde ich die 4 Wochen jetzt genau dafür nutzen, dass das passiert. Was ich nicht möchte und was ich hier an dieser Stelle auch ausschließen kann, ist, dass mir Firmen Bedingungen stellen, wie beispielsweise, du berichtest nur noch schlecht über unseren größten Konkurrenten. Es ist ehrlich gesagt mir persönlich und ich glaube euch auch, glaube ich zumindest, auch egal, was für eine Firma die Alpen Academy finanziert, solange die Alpen Academy für sich allein so weitermachen kann wie bisher. Kritische Tests, interessante Videos über Berge oder über Personen aus den Bergen oder sonst was. Oder halt Grundlagenkurse. Ich habe 2 große Serien eigentlich vorbereitet, die tatsächlich einfach nur am Geld scheitern. Die einfach nur daran scheitern, jetzt für Herbst hatte ich einmal die Serie der alpinen Sicherheit geplant, wo ich quasi meine ganzen Alpinunfälle meines Lebens vor Ort so ein bisschen hergezeigt hätte und euch gelernt hätte, wie man sie vermeidet, weil ihr halt auch aus meinen Fehlern lernen solltet. Das war so eine Idee, die mir im Sommer gekommen ist, die ich jetzt nicht umsetzen konnte aufgrund von Stress und jetzt umgesetzt hätte. Auch das ganze Camping und Lager einrichten, im Winter draußen schlafen und so Geschichten, hätte ich jetzt gerne noch gemacht. Das geht alles halt nicht mehr in den nächsten 4 Wochen, aber grundsätzlich, also Ideen wären genug da. Aber das will ich halt weiter genauso unter den Umständen machen oder ich mache es halt gar nicht. Das sind so die Optionen, die ich habe. Deshalb,
Ist mein Vorschlag auch an alle Leute, die hier jetzt an den Empfangsgeräten mich hören. Entweder ihr arbeitet in einer Firma, die das vielleicht cool finden könnte, oder ihr seid eine Firma, ihr besitzt eine Firma oder sonst was, die sagen, wir würden die Reichweite, die du hast, die 150.000 bis 170.000 Aufrufe pro Monat, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, also kleine Schwankungsbreite ist dabei, die jeden Monat dazukommenden 500 bis 800 Abonnenten und so weiter, wir würden das gerne so mitnehmen als Marketingzweck, vielleicht nicht für 650 Euro, aber zwei Firmen für 325 Euro oder was weiß ich. Das ist quasi jetzt hier ein offizieller Aufruf. Ihr könnt euch selbst als Firma hier platzieren und wir können über alles reden. Kontaktiert mich hier gerne an kontakt@alpenacademy.at und ja, seid Teil der Tatsache, dass die Alpen Academy im Sinne eines guten Zweckes eigentlich einfach am Leben gehalten werden sollte. Das können wir so machen. Ich würde mich freuen, wenn das Ganze funktioniert, denn dann kann ich einfach weiter ein Teil für euch in den Bergen sein sozusagen, ohne dass wir uns jemals vielleicht zu Gesicht bekommen, könnt ihr trotzdem vielleicht das ein oder andere aus meinen Videos mitnehmen. Und ich möchte an dieser Stelle noch eine persönliche Sache loswerden. Die Tatsache, unabhängig zu sein, war für mich immer das oberste Gut. Und ich werde auch ehrlich sein, es wird auch weiterhin das oberste Gut bleiben. Nur für mich persönlich gilt es jetzt auch einfach abzuwägen, ob ich meinen, ich sag jetzt mal, guten Zweck, von dem ich halt auch eigentlich leben muss, weil ich sonst einfach keine Zeit dafür hätte, ob ich dieses Ideal sozusagen nicht ganz aufgebe, aber zumindest anfange abzuwägen, inwiefern das eigentlich den Nutzen, also quasi die Schaden-Nutzen-Rechnung eigentlich aufgeht. Und wenn eine Firma einfach nur, scheißegal, ob das jetzt von A wie Edelrit bis Z wie Reinigungsfirma Lausen, keine Ahnung, egal, wenn das im Prinzip reicht, dass man sagt, man platziert diese Firma als Unterstützer und hat dann sozusagen diesen Werbeeffekt für die und denen ist es aber unterm Strich egal, ob das jetzt ob es da jetzt gerade um den El Capitan geht oder um, was weiß ich, den nächsten neuen Multifuel-Kocher. Wenn das egal ist, dann ist der Mehrwert für euch deutlich über der Idee, dass ich niemals mit irgendjemandem zusammenarbeiten will. In diesem Sinne, diese 4 Wochen, ich werde es natürlich nicht nur einfach warten. Vielleicht kommt mir irgendjemand einen Goldesel vorbeibringen. Das ist natürlich nicht so. Ich werde versuchen, so viel wie es geht, an dieser Idee zu arbeiten. Und wie gesagt, die Videos gehen jetzt einfach so weiter. Das hier ist jetzt einfach nur ein kleiner Beitrag, der eigentlich so nie stattfinden hätte sollen, aber der sich einfach jetzt diese Woche so ergeben hat, dass es einfach notwendig ist, das hier festzustellen und festzumachen und zu sagen, in 4 Wochen, am Sonntag in 4 Wochen, der, weiß ich nicht, irgendwann halt im November, ist hier Schluss. Und dann gehen hier diese schönen Studiolichter aus. Und wenn bis dahin nicht quasi einfach irgendeine Lösung entstanden ist. In diesem Sinne, das wollte ich euch transparent mitteilen. Das ist ein Aufruf an Leute, die das unterstützen wollen und in Firmen arbeiten. Ich möchte nicht sagen, komm, bitte rettet mich, sondern ich möchte einfach sagen, wer die Plattform der Alpen Academy nutzen möchte als Werbefläche, kann das unter gewissen Rahmenbedingungen, ich verkaufe nicht einfach jetzt so einfach hier meine Seele, aber unter gewissen Rahmenbedingungen gerne tun. Ich glaube, es ist zu einem größeren Zweck und ich glaube, dass für Firmen durchaus auch das eine ganz gute Prestige sein kann, zu sagen, wir haben hier ein, meiner Meinung nach, ziemlich wichtiges Projekt am Leben gehalten. Mir persönlich, so ehrlich will ich am Schluss jetzt auch noch sein, mir persönlich ist es nicht so wichtig, ob es die Alpen Academy gibt oder nicht. Mir persönlich war wichtig, euch Inhalte zu vermitteln, die ich für wichtig halte in den Bergen. Und dadurch, dass das so viel Zeit in Anspruch genommen hat, war es mir natürlich auch wichtig, dass ich irgendwie meine Miete bezahlen kann. Das war's. Und wenn das nicht mehr funktioniert, ist das schade. Schade für euch, schade für mich, weil es ja auch ein schönes Projekt ist. Aber dann ist es halt so. Für mich persönlich nicht der Weltuntergang, für euch persönlich nicht der Weltuntergang, aber das ist halt jetzt einfach nur mal der Stand der Dinge. In diesem Sinne,
hatet mich nicht zu viel in den Kommentaren. Jetzt. So, unter diesem Video. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Und Bergheil.